schöner. Wo bin ich denn hier? Safe-Punkt. Cool. Ich schau ich mal hier ab. Ist hier irgendwas noch? Mein Inventierrad. I found a wealth. A rusty wealth. Where should I need this? Bin ich mir noch ehrlich gar nicht mal so sicher. Earthpack, okay. Können wir jetzt so nicht brauchen. Das ist Anwesen. Wollen wir mal rausgehen? Wir gehen jetzt mal raus. Frischluft und so. Oh fuck. Ich hab's mir gerade überlegt mit der Frischluft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss aber auch sagen, dass der Regen irgendwie cool aussieht für so ein Half-Life Source Mod-Spiel, sag ich mal jetzt so. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir echt gut. Getting close. I remember this place. What the fuck? Hey, wir waren doch gerade noch im... Hey, what? Erwisch ich mich jetzt gerade oder... Moment. Moment, ja. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich habe im Spiel von Screenshots gesehen, dass dass Leute rumrennen in solchen Rüstungen. Und da, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob die überhaupt zum Leben erwachen. Ich hoffe einfach mal nicht, dass sie zum Leben erwachen, was nämlich ziemlich ungeil wäre. Durchaus. So, aber gut, nein, Wagen. Können wir den benutzen? Können wir irgendwas davon benutzen? Nein. Wir können aber die Dinger hier aufprügeln. Ah, siehst du, zack. Ist da irgendwas drin? Ach so, gerne die Dinger nicht mal aufgeprügelt. So. Ich möchte auch so anmerken, dass eine Fackel hängt, die sehr gut leuchtet, sehr viel Licht macht, muss ich sagen. Nicht. Und jetzt George McCrae war hier. Bling! George McCrae. Game One. Fucking gute Serie gewesen. Dann wurde sie abgesetzt, Mann. Müssen wir hier sein? Haben wir irgendwie ein Journal, was wir sagen können? Nein, ich hatte nicht meine Pistole weg. Spielplätze. Gut, Spielplätze sind fucking creepy. Ich werde nie wieder auf den Spielplatz gehen. Kommen wir hier rein. Nee. Da kann man noch lang. Ich würde gerne wissen, was da hinten noch im Keller war, aber ich schätze immer, da kommen wir später oder müssen wir wahrscheinlich so oder so rein. Oder lang. Haben wir den Bolzenschneider noch? Haben wir den Bolzenschneider noch? Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott. Okay, das sieht mir aus wie Testgelände und Dingens. Teil. Wir sind irgendwo drinnen. Es ist dunkel. Oder so. Und scheint in einem Bunker zu sein. Wir scheinen in einem Bunker zu sein, sagen wir mal so, ja? Wir sind in einem Bunker. Auch in meinem Bunker mitten in Berlin. Ich habe blaue Kapseln genug Benzin. Verteilung! Gut, nein, deutsche Verteilung! Hodor, bist du das? Mama? Also hier muss irgendwas sein, was größere Ausmaße hat oder was, ich weiß nicht. Hä? Guck mal, ein Inventierrad. Eine Schlüssel. Und ich erschrecke mich mal wieder bei diesem Vieh. Ich und zwei andere haben das erreicht. West Manor? Okay. Irgendeine Anlage fast verlassen. Wir sind den Tunneln gefolgt und sind hier rausgekommen. We've experienced strange things so far. Wir sind komischen Dingen bis jetzt so begegnet. Und es sieht fast so aus. Und es sieht fast aus, als unser dritter Mann verrückt wird. Ich kann das nicht verstehen. Ich schreibe das nicht aus. Wer auch immer das liest, hilf uns. Karl.
Und Karl. Besser Arm dran als Bein ab. Das ist witzig, nicht? Das ist eine Gaskammer, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das ist eine Tür. Yes. Eine Tür. Ist hier was? Nö. Ein Medi-Paket, was für ein... Leute, ist ein Stacheldrahtzaun. Okay, wir sind eine Tür gewesen, wir gehen jetzt mal wieder hier raus und gucken uns mal hier um. Aber mit einer Waffe im Anschlag. Aus dem simplen Grund, da ich diesem Ort nicht traue. Da wir in einer... Okay. Einer gut altdeutschen Dingse mitnehmen. Jetzt haben wir schon zwei mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Ja. Zwei. Wofür? Okay. Für irgendwas werden die Dinger sicherlich da sein oder gut sein. Bis jetzt aber habe ich noch keinen blassen Schimmel. Ich würde ganz gerne wieder speichern, wenn ich ganz ehrlich bin, um eine Aufnahmepause zu machen und dann wieder... Okay. Um mal einen Schluss zu machen und dann demnächst weiterzumachen. Wie gesagt, Mittwoch, 14 Uhr, The Forgotten Ones und, The Wine Doesn't Look Very Old. Also, Moment, was? Wine doesn't look very, wenn der Wein nicht alt aussieht, dann muss ich ganz ehrlich doch sagen, dann war hier doch jemand erst vor kurzem, oder nicht? Jetzt heißt, ja okay, in Anführungsstrichen, ne, vor kurzem. Aber könnte ja auch vielleicht sein, dass hier erst jemand war, also, know what I mean. Gut, hier war nichts, dann müssen wir hier weiter. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Läuft kalter Schweiß am Rücken runter. Es sind gefühlte 100.000 Grad in meinem Zimmer hier. Mein Aufnahmestübchen. Und hier ist Müll. Und hier fliegt die ganze Zeit eine verkackte Motte rum, die mir auch versucht... das sind so richtige Suizidmotten. Die versuchen mir mal in den Mund reinzufliegen. Ich mich! Nicht so. Nein! Hier ist ein Keller. Was bringt mir das denn hier? Was ist das denn hier? Hm. Was bringt mir das denn? Irgendwas gemacht, was ich nicht hätte machen sollen, nämlich recht. Werde ich jetzt sterben? Kann ich da vielleicht das Ventilrad einsetzen? Tatsache! Ich bin auch davon ausgegangen, dass dieses Klopfen heißt so viel wie du hast gerade etwas erreicht. Kann ich das Ding denn drehen, benutzen? Und was bringt mir das, wenn ich ehrlich bin? Warum sollte ich das denn machen? Macht für mich keinen Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Irgendwas angemacht auf jeden Fall. Okay. Keine Ahnung was, aber irgendwas ist an. Was bringt mir das denn? Ich habe ja absolut keinen Anhaltspunkt, warum ich das machen sollte. Das wackelt, wenn ich da F drücke. Das wackelt. Was macht das denn? Ah, ich muss F gedrückt halten. Weiß man nicht, was wir da drücken. So. Jetzt kann ich hier drehen. Okay. So. So. Mhm. Aber was... Also,
Wald hier schon immer weg gewesen? Warte mal. Moment. Was? Hier war doch eine Tür schon. Werde ich jetzt. Was? Hier war doch eine Tür. Ich sag mal, ich kann doch nicht sein, dass ich mich. Hier war doch eine Tür, oder? Kann doch nicht sein, dass ich mich irre. Wenn wir alles erreicht haben, müsste alles sein. Ohne Witz, es wird irgendwas passieren. Wir haben irgendwas getriggert und auf jeden Fall wird irgendwas passieren. Ich weiß nicht. Nein! Das war gerade zwar nicht gruselig gewesen, ich habe mich aber dennoch erschrocken, dass plötzlich dieser kleine Mopo vor mir stand. Okay, mir war klar, dass irgendwas passiert, aber ich wusste nicht, was passiert. Plötzlich wurde es auch dunkel. Das ist echt asozial manchmal. Aber ich weiß mir jetzt ganz ehrlich nicht, was bringt mir das denn jetzt? Ich habe meinen Herzschlag. Wo angemerkt. Meiner Stirn auch gerade, als ob er richtig geil einen Intus hat. Stirn wie ein geiles Vibe einfach noch. Wie gesagt, das war jetzt nicht gruselig, das war nur so. Plötzlich stand jemand vor mir. So, was bringt mir das jetzt, bitte? Was ist hier alles an, ne? Kein Ding, ich werde überstachen. Jetzt ist hier alles an. Bringt mir das? Kann ich irgendwie... Bin ich in die Tür gedacht? Ah, okay. An diesen Dingern kann ich drehen. Das bringt mir jetzt... ja, ne? Ich schätze, man kann ich auch hier dran drehen. Ich habe einen Geigerzähler übrigens, wenn ich mir so anmerke. Und dann war, wenn ich mich irre, noch hier, genau. Dann kann ich auch hier dran. Hier dran. Kann ich auch hier dran. Drehe ich das Ding jetzt wieder zu oder auf? Moment. Jetzt muss es offen sein. Jetzt müsste ich? Nee. Wo ist denn zu? Wo ist denn auf? So, jetzt müsste aber... Den kann ich immer noch nicht benutzen. Ich habe immer noch ein Ventilrad, wenn ich das mal so anmerken darf. Ja, eins habe ich noch. Ich habe auch einen Schlüssel. Basement Key. It looks pretty rusty in old locked doors. Warte mal, sind wir hier im Keller? Können wir jetzt raus? Und was hat uns das... Oh, Hodor, bitte nicht, bitte. Oh, Mama, ich hatte doch gerade gegessen. Oh, ich kotze den Boden. Mama. Oh, du bist doch scheiße einfach nur. Ah, Mann. Damit habe ich jetzt nicht... Wo fange ich denn wieder an? Oh. Oh, Mann. Ich kotze im Strahl, Alter, ohne Witz. Nee, das ist mir zu doof. Spiel ich ein andermal. Tut mir leid. Aber das ist mir jetzt echt zu dämlich. Das spiel ich nächste Woche. Das ist mir jetzt echt... Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet. Ein Feedback. Und sage dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Forgotten Ones. Auf Wiedersehen.